Hallo. Herzlich willkommen zurück bei Diablo 4. Und wir sind beim zweiten Video und jetzt haben wir eine andere Version, und zwar die Server Slam Version. Hier ist auch schon wieder einiges verbessert in Sachen Barrierefreiheit. Zum einen haben wir hier jetzt die Möglichkeit, andere Technologien als Screen wieder einzusetzen. Wenn man das also über den PC spielt, heißt das zum Beispiel, dass, so wie ich das verstanden habe, wenn ich es richtig verstanden habe, NVDA als Screen wieder aktiviert wird, sofern er installiert ist. Ich glaube auch tatsächlich, das dürfte mit JAWS for Windows funktionieren. Weiß ich aber nicht, kann ich gerade nicht testen. Aber könnte durchaus sein. Das heißt, man könnte damit auch dann JAWS als Screen wieder nutzen. Allerdings sollte man dann darauf achten, Diablo mit dem Controller zu spielen, was sowieso empfohlen wird. Dann werden jetzt in den Menüs viele Punkte besser vorgelesen. Es werden Beschreibungen vorgelesen der einzelnen Punkte, die hier Phase sind, also wo man sich gerade befindet. Und einige Einstellungsmöglichkeiten wurden ein bisschen besser erläutert. Also, sie haben schon im Vorfeld sozusagen einiges getan. So. Und jetzt starten wir nochmal einen neuen Charakter. Ich möchte mit euch nochmal von vorne beginnen, weil mein Charakter selbst ist, glaube ich, weg. Das wird auch bei der Server-Slam-Version, wenn sie dann wieder ausläuft, der Fall sein. Das heißt, wir werden dann wieder einen neuen Charakter erstellen müssen, aber das wird sich dann zeigen. Ende Juni kommt ja das gesamte Spiel raus. So, wir gehen mal in die Charaktererstellung. Da sind wir ja schon. Und jetzt suchen wir uns wieder was aus. Hier haben wir jetzt den Barbaren. Das ist also eher so diese Keulenfraktion sozusagen. Dann haben wir den Necromancer. Ja, ich finde diese Animation sehr interessant. Wie so die Toten auferstehen, wenn ich mich da so recht orientiere und das richtig interpretiere. Dann haben wir den Zauberer. Da passiert nicht viel, außer dass er den Zauberstab, glaube ich, in die Luft hängt. Kann sein, weiß ich gerade nicht. Dann Rogue. Ich schätze, das ist der Jäger oder der Schütze. Den können wir auch noch. Und das haben wir mit Sicherheit erkannt am Donnern, am Blitzen, an den Naturgewalten. Das ist der Druide. Oh, schöne Animation. So, das wechselt. Jetzt sind wir wieder beim Barbarian. Ich muss hier gerade mal eine kurze Tastenkombination drücken. Ich muss mal kurz den Controller ablegen. So, damit wir auch ein bisschen was verstehen. Hier kann ich nämlich wieder die schöne Fähigkeit des NVDA nutzen, mittels eines Add-ons die Übersetzung zumindest rudimentär zu bekommen. Also, wir haben den Barbaren, den Nekromant, Zauberer. Also, das ist eher der Schurke. Okay, also, NVDA bezeichnet das als Schurke, Rogue. Ich schätze mal, irgendwie sowas ist es auf jeden Fall. Und den Druiden natürlich. Ich liebe diese Animation vom Druiden. Und ich liebe die Musik. Ich würde sagen, nehmen wir den Barbaren? Oder nehmen wir den Zauberer? Ah, vielleicht kann ich auch den Druiden nehmen. Ich würde mal den Druiden nehmen wollen. Nee, das geht. Okay, wir können jetzt wieder Sachen aussuchen. Okay, wir nehmen das.
Oder auch nicht. Okay. Ja. Die Hardcore-Sache kann man, glaube ich, immer noch nicht abschalten. Ich weiß es nicht. Okay, wir gehen. Die liest er noch nicht richtig vor. Ach, ich muss meinen Heldennamen eingeben. Wir geben mal. Wer das überhaupt nimmt. Ich hoffe, ich habe es richtig gemacht. Okay. Okay, versuchen wir es mal so. Wir machen mal Darian. Mal gucken, ob das funktioniert überhaupt. Okay, Spiel beginnen. So, mal gucken. Wir haben ja wieder die leichte Variante. Die werden wir auch nehmen. Ja gut, wir können, müssen jetzt den Hardcore-Modus akzeptieren, weil wir können ihn noch nicht umschalten. Dann müssen wir das halt nehmen. So, und jetzt warten wir wieder, bis wir ins Spiel kommen. Und dann kommt natürlich auch wieder die Story, die wir schon kennen. Sanctuary was never meant for humankind. Im Spiel selber soll sich übrigens auch einiges verändert haben. Nämlich, dass man da so ein paar Sachen mehr findet, ein paar Sachen besser ausgeschildert sind sozusagen für uns. Ich habe jetzt die Sprache deswegen nicht eingeschaltet, weil ich tatsächlich möchte, dass ihr das irgendwann auch selber spielen könnt und wollt und ein paar Sachen vielleicht für euch noch entdeckt, was auch super ist. Ich für meinen Teil werde versuchen, ein paar Sachen dann dementsprechend zu erklären, wenn ich was habe. Mal gucken, wie weit wir jetzt da kommen. Und ja, das ist wieder das Story-Intro, das lange Story-Intro. Das kann ich nicht abbrechen. Zumindest nicht, dass ich wüsste. Nö. Nee. Und ja, das ist halt es ist schon sehr schön alles gemacht, muss man sagen. Und sie haben die Accessibility tatsächlich ein bisschen verbessert. Wir werden es gleich merken im Spiel. Aber wir sind halt immer noch nicht am Ende. Ich denke mal, da wird es auch noch hoffentlich nach der Veröffentlichung am Ende Juni noch Verbesserungen geben. Ich sage das immer wieder, weil ich es einfach auch selbst hoffe und weil ich euch die Hoffnung geben möchte. Und ja, wir dann vielleicht zusammen irgendwann mal spielen. Man kann das ja auch zusammenspielen. Es gibt ja auch einen Multiplayer-Modus, soweit ich weiß. Und deswegen, ich möchte das eigentlich ganz gerne mit euch dann irgendwie gemeinsam teilen. Was für ein toller Begriff. Hast du fein gemacht. Ja, jetzt ist wieder das Pferd, das durchgeht. Kennen wir schon. Und das Pferd ist weg. Und wir haben wieder eine Frau. Wie wir das geschafft haben, weiß ich nicht. Wahrscheinlich eine Einstellungssache. Aber wir haben eine Druidin. Das ist schon mal was. Würde ich mal sagen. Ja. Immer dieses Geflüster. Flüster, flüster, flüster. Kalt. Ist dir kalt? Ist ja auch Winter.
Wir sind ja in der Taiga, glaube ich. Irgendwie sowas, in so einer Landschaft eben. Immer wieder schön. Ich bin froh, wenn es dann irgendwann noch Deutsch rauskommt. Ich bin auf die deutsche Synchronisation gespannt. Tatsächlich. Und ich hoffe immer noch, dass Blizzard die Erstellung des Charakters ein bisschen barrierefreier macht. I should find better shelter before I freeze. Finden Sie Schutz, also finde Schutz auf dem Berg. Oder, wie man das auch mal sagen will. Finden Sie Schutz in einer nahegelegenen Stadt. Nun gut. Wir können uns bewegen. Was schon mal gut ist. Aha, wir haben eine andere Waffe als Druide. Oh, wow. Okay. Die haben wir schon mal erledigt. Okay, wir haben uns mal geheilt. Den Baum haben wir schon. Was haben wir da? Gar nichts haben wir da. Okay. Was macht eigentlich jetzt dann diese Taste? Achso. Okay. So. Die große Frage ist wieder: Wo ist die Stadt? Another abandoned town. Da. Demons. Everywhere. Fangs in the dark. Gah! He bit me! Careful! He's a wild one. Finden Sie die Quelle, also finde die Quelle der Stimmen. Wo kommen die Stimmen her? Gute Frage. Die Stadt haben wir jetzt erstaunlich schnell gefunden. Ich könnte nicht mal sagen, wie. Ich glaube, das war einfach Zufall. In meiner letzten Aufnahme, die nicht mehr existiert... habe ich tatsächlich auch länger gebraucht. Habe aber auch tatsächlich irgendwie ein bisschen mehr gefunden. Sehr schön. Eine Tür. Oh. Ups. Hi, wo bin ich denn hier? Ist hier jemand? Wo bin ich denn jetzt schon wieder? Oh, bin ich jetzt schon wieder aus der Stadt raus? Not while I'm in town. Ah ja, okay, ich bin noch in der Stadt. Okay. Gut. Okay, jetzt sind wir wieder draußen. Genau, hier müssen wir da rein. Ah. So, einmal raus oder rein. So. Wo ist denn jetzt hier? Wo seid ihr? Zeigt euch doch. Ich will euch nichts tun. Ich bin friedlich. I cannot do that here. Zumindest in dieser Stadt bin ich friedlich. Gezwungenermaßen. Aber ich bin friedlich. Oh. Achso, da steckt sie das Schwert wieder weg. Interessant. Okay. Ja, wo seid ihr denn?
Wie komme ich? Oh. Okay. Hier komme ich nicht weiter. Wo ist denn aber? Okay, das ist... So, und hier? Kommen wir hier? Nee. Das ist das einzige Blöde, dass man hier irgendwie... Not while I'm in town. Ja, ja. Hier ist doch wieder... Na toll. Hä? Wo bin ich denn jetzt? Oh, Tür. Diese Tür ist verschlossen. Du müsst einen Schlüssel finden, um damit interagieren zu können. Toll. Haben wir schon mal eine Tür gefunden? Ja, ja, ist ja gut. Jetzt haben wir schon mal gefunden und jetzt wieder nichts. Was? Not while I'm in town. Ja. Ich wollte doch mal lesen. Beziehungsweise. Etwas schwierig. Immer noch. Aber es macht trotzdem. Ja, tschüss. Ach komm her, ich erledige schnell. So. Gut. Trotzdem bleibt die Frage. Wie komme ich hier? Ja, ja. Wie komme ich hier? Das ist ein bisschen schwierig. Wo ist hier? Na toll. Ja, da gehst du wieder raus. So. Okay, da geht's immer wieder raus. Wo? Da. I cannot do that. Ja, ich will ja nur gucken, ob wir irgendwo noch was finden, wo wir interagieren können. Eine Tür. Die Tür ist verschlossen, die wir gerade gefunden haben. Ja, toll. Okay. I cannot do that. Ja, ja. Okay, ich dachte vielleicht ist da in einem hohlen Baum was drin, was man irgendwie als Schlüssel verwenden könnte. Oh Mann. Dann werde ich mich wohl hier noch ein bisschen draußen aufhalten müssen, um noch ein bisschen zu suchen. Aha, okay. Wo ist die Stadt? Noch ein Steinhaufen. Huch. Ein loser Stein. So. Jetzt habe ich wieder das Problem. Jetzt habe ich wieder die Stadt. Ah, ich bin wieder da. Hurra. Ich bin sehr erfreut. Da ist wieder die Tür. I cannot do that. Ja, ja.
Emma muss doch hier. Muss doch irgendwo die Tür sein. Not while I'm in town. Wenn ich mal wüsste. Oh ja, ich könnte mich wieder heilen. Alles klar. Wenn ich mal wüsste, wo ich hin muss. Die Quelle der Stimmen finden. Jo. Ich auch so. Wo sind denn die Leutchen? In der letzten Aufnahme habe ich es geschafft. Die ist aber leider Gottes schwarz, wie ich schon erwähnte. Da komme ich nicht durch. Not while I'm in town. Ja, ja. Oh, Mann. Letztes Mal habe ich es gefunden. Ihr könnt mir jetzt natürlich sagen, jetzt kannst du ja viel erzählen. Aber es ist wirklich so. Ich war so weit. Ich habe mit den ganzen Dorfbewohnern gesprochen. Ich habe so vieles. Mit den Leutchen besprechen können. So. Finde ich auch natürlich die Tür nicht mehr, wo ich mal war, ne? Die finde ich jetzt natürlich auch nicht mehr. Sehr logisch. Arr. Wo seid ihr denn? Not while I'm in town. Ja, ja. Tja. Not while I'm in town. Ich versuche nur. Aber ich kann nichts tun. Das ist ärgerlich. Gerade der Versuch, der am besten geklappt hat, der hat nicht aufgenommen. Ich könnte heulen, könnte ich. Mann. Wo ist hier? Not while I'm in town. Ja, ja. Es muss doch hier. Was zum Teufel ist hier los? What's it to you? Also ein Hush. Ah. I'm sorry, Wanderer. You've come at a difficult time. This madman just stumbled into town and started causing trouble. Demons spilling from the ruins. Kill us all. Kill us all. Ruins. What is he talking about? Come. I'll explain. Folgt Vani. Oh. Wohin? Wo bist du? There is evil staring in the ruins to the north. That poor monk back there must have gone inside. Even a holy man like him was driven mad by whatever he saw. But wohin muss ich? Not while I'm in town. Ja, sprich mit Vani. Will ich? Wenn ich wüsste, wo sie ist. Sie ist in der Tür verschwunden.
Aber hier ist keine Tür. Leider. Leider keine Tür. Ich finde nicht. Scheiße. Wo ist sie denn? Die war doch hier irgendwo. Aber dann ist sie verschwunden. I cannot do that here. Yeah, I cannot do that here. Yeah. You're right. Und tschüss. Wieder raus aus der Stadt und wieder rein in die Stadt. So, wo ist denn jetzt? Nein! Nicht aus der Stadt rausgehen! Geh mal. Da vielleicht? Noch. Hier war doch irgendwo eine Tür. Watch out, eh? He's a biter. He's a biter. Wo sind die jetzt hin? Ich fass es nicht. Den haben wir schon. Wo ist die denn? Ja, es hat gequietscht. Ich höre es. Diese Quietschtür da rein? Nein, das ist genau die Tür, die immer noch verschlossen ist. Wo ist die hin? Kann ich irgendwie... Nee, das ist Inventar. Hier muss ich hin. Also wir haben die Quest getrackt. Aber irgendwie... kommen wir da nicht weiter. Ich weiß nicht, wo die hin ist. Ah! Toll. Jetzt bin ich wieder draußen. Ja. Ich will doch nur... Wo ist die hin? Ach. Wo bist du? Nicht da. Das ist... Der Tiger ist nicht. Diese Tür ist verschlossen. I'm not ready yet. Psst. Wie komme ich denn... I cannot do that here. Das ist noch ein bisschen doof. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie ich dir folgen kann. Das ist noch ein bisschen tricky. Wenn man es einmal irgendwie verloren hat, dann hat man halt tatsächlich ja, verloren. Hahaha. Ha, ha. Wenn ich hier rüber gehe? Ne, geht nicht. Ne. Toll. Brought these down from Kyovashad. Ah. Okay, wir können hier jetzt Waffen kaufen. Kann ich das mir leisten?
Aha.